Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit Grim Dawn und dem Mod Reign of Terror. Und hier ist unsere Begleiterin. Der liebe Magic Man hat mich darauf hingewiesen. Der liebe Magic Man hat mich darauf. Alter, entspannt euch. Entspannt euch, Freunde. Da ist der Eingang. Aber erstmal hier. Dies, dass man die gute Dame im Inventory hat. Ich sollte vielleicht auch mal die Uhr. Ach Mann. Dass man die gute Dame im Inventory hat und man muss hier im Grundsatz einfach nur. Hallo, entspannt euch. In ein Item einsetzen. Ich finde, die übertreibt, Freunde. Ernsthaft. Die übertreibt gerade maßlos. Aber wirklich gut ist sie jetzt auch nicht. Genauso wenig wie ich. Vielleicht sollte ich mal meine Raben rausholen. Ja, die haben geholfen. Definitiv. So, was ist dann ein Internal Sign? Aha, ein Belt. Den nehmen wir natürlich gleich mal, wenn die Gegner weg sind. Wir schalten auch jetzt gleich mal. Da ist eine Kistchen. Alles her damit. Wir schalten jetzt auch gleich mal das weiße Zeug ab, weil es mir gerade so ein bisschen auf den Sack geht. Quality, Common. Und wir bleiben bei Magic und Rare. So. Alles weitere können wir dann immer noch einstellen. Und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt nicht mehr allein unterwegs. Ja. Heute ist Sonntag. Heute ist mein irgendwie Extremaufnahmetag bei mir. Hey Freunde, entspannt euch. So. Ja, passiert halt, ne? So. Ja, der liebe Magic hat ja, nachdem er es dann bei mir gesehen hat und es ihm offensichtlich ja auch ganz gut gefällt, so war es zumindest das, was ich herausgelesen habe, hat ja auch mit Reign of Terror angefangen. Danke für deinen Hinweis, wie man das macht. Also ich musste auch erstmal gucken. Ich guckte in einem Inventory, da ist dann auch immer so ein kleines Ding. Das musste man, ich weiß aber, also ich hoffe, man kann dann das Ding hier ausbauen. Ich habe es einfach mal hier reingepackt. Weil ist eigentlich egal, wo man es einbaut. Aber gut, wir werden sehen, wie das dann funktioniert. Alle Freundchen oder Freunde. Hey. Na dann, Freunde. Ja. Ich mag die Raben immer noch. So. Aber hier scheint sonst auch nichts weiter zu sein. Es blinkert auch nichts, abgesehen von dem blauen Zeus hier, das wir uns holen. Ach, mal wieder. My inventory is full. Ach ja. Okay. Was haben wir denn hier? Chaos Damage. Mana Regenerator. Nee, das hilft uns nicht. Aber der Gürtel, den wir da vorne aufgenommen haben, wo ist der denn jetzt hin? Was kann der denn? Ja, das nehmen wir mal. Das war jetzt nichts besonders Tolles, weil ich würde ganz gerne auf Fire Damage was haben, aber. Na, Freunde. So. Tag. My inventory is full. Ja, okay. Wir sollten vielleicht doch mal verkaufen gehen. Was macht der denn so? Na gut, wir gehen trotzdem mal verkaufen.
Jetzt habe ich das. Da ist es, ja. So. Außerdem sagt er, in irgendwelchen Hütten wäre auch noch was. Hier kann ich mich umziehen. In irgendwelchen Hütten wäre auch noch was. Erstmal gehen wir eben verticken. So, was ist denn mit der Hose hier? Attacks Rating plus 13, Pierce Resistance, Durchschlagswiderstand, Gegenstand. Nö. Nein. 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 Was ist das? Kann ich sowieso nicht benutzen. Das Buch hatten wir schon angeguckt, das ist nicht so dolle. Was ist denn mit der Pistole? 14 bis 29, 15% Armor Piercing, 1,3 plus 7, ja, okay. Nehmen wir. Erstmal den Stiefeln. Können wir auf jeden Fall auch nehmen. Ist aber two-handed. Gürtel kann auch weg. Round Shield. Yep. So. Und er sagte, ich soll hier in irgendeine Hütte gehen. Aber welche das war, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also diese hier war es ja nicht. Da soll es ja auch noch irgendwo nach unten gehen. Ne, hier kann ich, wie gesagt, ein bisschen... Ich weiß es gerade echt nicht. Ist jetzt auch wurscht. Ich werde ein wenig mehr versuchen, darauf zu achten. Hallo. So, jetzt können wir den auch mitnehmen. Haben wieder ein bisschen Platz. Ja, hier waren wir schon, aber ich weiß gar nicht, wo das nächste Portal ist. Von daher, wir hatten ja beim letzten Mal, hatten wir uns ja noch... Ah, komm schon. So. Wir hatten uns ja beim letzten Mal hier unten das Ganze angeguckt gehabt. Hier so. Freunde. Ach, da ist doch wieder der Boss vom letzten Mal. Ist jetzt gut. Also, geht doch. Was ist hier los? Da ist auch noch ein Arsch. So, und hier waren wir nämlich noch nicht drin und hier gehen wir jetzt mal rein. Schauen wir mal. Ja. Komische Kulisse hier. Also Soundkulisse. So. Das Gold nehmen wir natürlich. Hey Freunde. So, ist irgendwie auf jeden Fall, ich hatte eben ja 5 Folgen Titan Quest aufgenommen, ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, doch viel schneller.
Also vom Spielablauf jetzt her. Ist eine Umgewöhnung. Hier. Aber da ist sonst nichts weiter gewesen. Ich dachte schon, wir hätten wieder irgendwelche Abzweigungen verpasst. Hi, Freunde. Auch noch was. So, da hätten wir auch alles. Er grunzt. Hey, Freunde. Ja, man muss sagen, die Raben arbeiten gut. Aber das wird sich im späteren Level des Games auf jeden Fall ändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kistchen. So. Geht's hier weiter? Nein, offensichtlich nicht. Ich bin auch überlegen, ob ich dann heute Abend noch oder heute Nachmittag dann, wenn ich mit den jetzt noch etwa 4 Aufnahmen Grim Dawn durch bin, ob ich dann noch Tell Me Why weiter aufnehme. Mal gucken. Also mir gefällt das Spiel, aber ich habe halt am Freitag schon gesehen, dass es, diese Folge kommt dann ja am Montag, am Freitag schon gesehen, dass das deutlich das Interesse abgenommen hat. Und ich nehme auf, ja, um Spaß zu haben, aber wenn es keinen interessiert, ist es halt so eine Sache. Ob man sich das dann antut, dass man das, ach, viel mehr ist hier auch nicht. Das war schon. Das war schon kurz und trocken. Da liegt noch was, eine Food Ration. Sollte mal rechtsklicken auf das Ding. Ach so, man kann, ne, meint er das? Ja, ich kann das hier irgendwie, keine Ahnung, kann festlegen, wie die sich verhalten sollen, aber gut. Das ist schon ganz okay, so wie es gerade läuft. So, dann können wir wieder raus. Ach, ist das. Bisschen Gold, da hat es auch noch mal geplinkert. Na, geht da auch schon hoch. So, dann werden wir hier nämlich auch raus. Die andere Höhle hatten wir uns ja schon angeguckt gehabt. Oder die andere Gruft, nicht Höhle. So. Also Überlegung ist ja wirklich, oder ist mir jetzt gerade eben eine Überlegung, wäre jetzt übertrieben, aber was mir gerade eben so einfällt,
wäre eventuell ein Soldier zu nehmen, weil Feuerschaden macht der Soldier auch. Muss mir das echt überlegen, aber das klingt ganz interessant. Dafür müsste ich mir natürlich auch nochmal unsere Basisklasse hier angucken. Aber das wäre vielleicht noch eine Überlegung wert, dazu einen Soldier zu nehmen. Also ein Demolition, nicht Soldier. Mein Fehler. Wäre nochmal eine Überlegung wert. Mal gucken. Oder ihr macht andere Vorschläge, was ihr auch, oder was ihr denkt, was auch ganz gut passen könnte. Ich weiß es gerade nicht. Hallo Freunde. Ich weiß ja auch nicht, wann überhaupt das Upgrade oder die zweite Klasse dazukommt. Ich vermute auch mal bei Stufe 10, aber es ist nur eine Vermutung. Denke nicht, dass sie das großartig umgestaltet haben, beziehungsweise ob das überhaupt dann einfach so umzugestalten geht, ist ja auch immer so eine Frage. Weil das sind ja im Prinzip Basics. Also eine Mod zu machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man solche elementaren Dinge, ob die einfach so auszuhebeln sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie aber auch immer. Wir werden es herausfinden. So, hier geht es aber auf jeden Fall nicht weiter, wie es aussieht. Na ja, gut, da war noch einer. Aber hier ist Ende im Gelände, wie es aussieht. Ja, und by the way, Ende im Gelände, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir wissen jetzt, wie unser Begleiter bei uns ist. Danke dafür, lieber Magic. Ja, dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich bedanke mich, lasst gerne einen Daumen hoch da, lasst einen Kommentar da, wenn ihr meint, okay, hier, das, der zweite Charakter wäre perfekt oder ihr der Meinung seid, dass es auf jeden Fall eine geile, spaßige Kombination ist. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal, tschüss.